Sie wollen gute Nachbarn sein und sich gegenseitig helfen. Auf Initiative von Deutschlands damaligem Außenminister Genscher und seinem dänischen Amtskollegen Ellemann Jensen gründet sich im März 1992 der Ostseerat. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig auf Ebene der Außenminister, arbeiten in vielen Politikfeldern eng zusammen und beraten über Probleme. Die Präsidentschaft des Ostseerats wechselt zum 1. Juli eines jeden Jahres. Der Rat umfasst 12 Mitglieder, alle Ostseeanrainerstaaten und zusätzlich Norwegen und Island. Auch die EU-Kommission ist vertreten. Im Jubiläumsjahr 2012 hat Deutschland die Präsidentschaft inne. 20 Jahre Ostseerat, Zeit für eine Bilanz des deutschen Außenministers und Ostseeratspräsidenten. Erst mit dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 hat sich die Ostsee von einem Meer der Konfrontation zu einem Meer der Freiheit gewandelt. Die Zusammenarbeit im Energiesektor gehört zu den wichtigsten Feldern in der Ostseepolitik. Energieströme machen nicht an nationalen Grenzen Halt. Deshalb hat der Ostseerat 2012 eine gemeinsame Erklärung zur Energiesicherheit verabschiedet. Die Mitglieder unterstützen den Bau von sogenannten Offshore-Windparks in der Ostsee, treiben Pläne für ein dichteres europäisches Energienetz voran. Die wichtige Gaspipeline Nord Stream verläuft von Russland bis nach Deutschland, quer durch die Ostsee. Mehr als ein Viertel der weltweiten Gasreserven lagern in Russland und die EU ist der wichtigste Importeur. Der Ostseerat widmet sich auch dem Umweltschutz. Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ging es zunächst darum, die Verunreinigung durch Industrieanlagen und landwirtschaftliche Düngemittel im südöstlichen Ostseeraum in den Griff zu bekommen. Trotzdem gelangen noch immer große Mengen an Kunstdünger in die Ostsee. Die Folge? Ein zu starkes Wachstum der Algen. Sie entziehen dem Meer und seinen Bewohnern den lebenswichtigen Sauerstoff. 2000 Schiffe durchqueren täglich die Ostsee. Sie sollen in Zukunft vermehrt mit umweltfreundlicherem Flüssiggas fahren. Der Ostseerat arbeitet auch im Bereich des Tourismus zusammen. So setzt er sich zum Beispiel für eine feste Querung des Fehmarnbelts ein. Ein wesentlicher Schwerpunkt der deutschen Ostseeratspräsidentschaft ist eine Modernisierungsinitiative für den südöstlichen Ostseeraum. Dabei soll der Region Kaliningrad und seiner Nachbarschaft besondere Aufmerksamkeit zukommen. Das Wohlstandsgefälle zwischen dem nordwestlichen und dem südöstlichen Ostseeraum ist noch immer hoch. Die Folge? Abwanderung meist junger, gut qualifizierter Menschen und Perspektivlosigkeit für ganze Landstriche. Russland wird am 1. Juli 2012 von Deutschland die Präsidentschaft im Ostseerat übernehmen und das Modernisierungsprogramm für den südöstlichen Ostseeraum fortführen. Unter russischer Präsidentschaft werden daneben Anreize zur Entwicklung des Ostseeraums gesetzt, indem Initiativen zur Förderung von öffentlich-privaten Partnerschaften und von Innovationen im Mittelpunkt stehen.